Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wo befinde ich mich denn hier? Herzlich willkommen zurück auf dem Dachboden. Herzlich willkommen zurück in meinem alten Zimmer. Auf diesem Dachboden hier, in diesem Zimmer, habe ich so einiges an Let's Plays aufgenommen. Und es kommt immer wieder mal vor, dass wenn ich ein The Kedos Zone Highlight hochlade, indem man zum Beispiel ein älteres Let's Play zu Gesicht bekommt, indem man dann diese Wand im Hintergrund sieht. Ja, das war damals die Wand, vor der ich aufgenommen habe. Dann kommt es immer wieder mal vor, dass da dann in den Kommentaren sowas steht wie: Hey, der Dachboden, Mann, der Dachboden, was für Zeiten wir auf dem Dachboden erlebt haben. Der gute alte Dachboden. Dieser wunderschöne Dachboden. Der Dachboden. Wenn ich mich an die Zeiten vom Dachboden zurückerinnere, also da scheinen unter euch so einige Dachbodenjünger sich zu befinden. Und deswegen wird das hier jetzt so ein kleines Grußvideo, eine kleine virtuelle Postkarte in Videoform an euch da draußen, eine nostalgische Zeitreise zurück auf den Dachboden. Es wird auch ein One-Taker, ja, ich habe hier keine Möglichkeit, das Video zu schneiden, das heißt, ich habe hier einfach nur die gute alte Legria in die Hand genommen und plapper da jetzt kurz irgendwie 3-4 Minuten rein und dann verabschiede ich euch auch gleich schon wieder. Es wird so eine verspätete Roomtour. Ich stelle euch mal so ein bisschen diesen Abschnitt des Dachbodens vor, nicht den ganzen Dachboden, weil ich muss ja so ein bisschen das Mysterium auch aufrechterhalten, ja, das heißt, es gibt jetzt nur diese Ecke mal zu sehen und in 5 Jahren zeige ich vielleicht das komplette Konstrukt, denn hier hinter dieser Trennwand befand sich auch noch mein Schlafbereich und so weiter und so fort, also irgendwann mal, ja, irgendwann gibt es hier dann mal vielleicht eine abendfüllende Dokumentation, Entschuldigung, an dieser Stelle habe ich etwas zu schnell gesprochen. Das hier ist so eine Art Videowand gewesen, also die Wand zu meiner Linken, da hat man mich auch öfters mal vorgesehen. Ganz am Anfang befand sich an dieser Wand so einiges an Zeichnungen von Zuschauern. Irgendwann habe ich das dann von einem weltberühmten Innenarchitekten für mehrere 100.000 Euro ja, neu ausrichten lassen, habe hier mich für einen sehr poppigen, trendigen Stil entschieden. Das hier sind Blechplatten mit alten, nostalgischen Superhelden-Designs darauf. The Mighty Thor, The Invincible Iron Man. Jede Platte natürlich zum Preis von 25.000 Euro, gab es die damals zu erwerben. Dann hier noch Poster aus reinstem Seidenpapier. Breaking Bad, I am the one who knocks. Und um meine Geheimidentität als Batman weiterhin beizubehalten, The Dark Knight Rises. Also das sind die Poster, die sich hier zu meiner Linken befunden haben. Und genau da, wo ihr euch jetzt gerade als Kamera befindet, stand dann der Schreibtisch und eben auch der Rechner. Und ich saß immer hier unter dieser Schräge und habe da Tag und Nacht meine Let's Plays aufgenommen. Inzwischen wurde ich als Person durch Schränke ersetzt, die sich zwar sehr schön in das Gesamtbild einfügen, aber ich weiß nicht, ob sich der Dachboden so wohl mit den Schränken fühlt. Ja, ich glaube, er wird sich wohler fühlen, wenn ich hier liegen geblieben wäre, obwohl ich hier nie lag, sondern immer nur saß. Deswegen hat dieser Satz jetzt nicht so wirklich einen Sinn ergeben. Und das hier war dann eben der Videohintergrund. Das war die weiße Wand, die jetzt inzwischen durch eine graue Wand nach der anderen ersetzt wurde, die irgendwie immer gleich aussehen, egal wo ich mich befinde. Also die Wand hatte schon am meisten Individualität. Und eine Etage tiefer, um mal das noch so als kleinen Funfact mit oben drauf zu packen, eine Etage tiefer befindet sich sogar mein noch älteres Zimmer, in dem ich sozusagen mit YouTube angefangen habe. Aber das hier sollte jetzt eben nochmal so ein kleiner nostalgischer Rückblick auf den Dachboden sein für all die Leute, die den immer wieder so ein bisschen vermissen. Und ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare texten, ob ihr denn schon seit der Dachbodenzeit mit dabei seid. Also ob ihr die irgendwie miterlebt habt. Ich habe auch kurz in meinem Handy, ja, habe ich mir mal kurz umgeschaut, was denn das letzte Video war, das ich von diesem Dachboden aus veröffentlicht habe. Das war der PewDiePie Kissing Simulator, was... Ich weiß jetzt nicht, ob das traurig oder einfach okay ist. Ich will da jetzt einfach mal keine weitere Wertung reingeben. Das war der PewDiePie Kissing Simulator. Das wurde irgendwie veröffentlicht. Ah, komm, ich kann ja nochmal ganz kurz... Ich guck hier nochmal ganz kurz nach. Ich habe hier kurz mein Handy rausgeholt. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja, damit ihr da meine ganzen... weil immer, wenn ich mein Handy aufmache, da gibt es Dinge zu sehen, die sind fernab von dieser Welt. Veröffentlicht am 26.04.2015. Ich werde da, denke ich, schon im Umzug drin gewesen sein. Das heißt, ich habe das früher aufgenommen als der 26.04.2015, aber da wurde eben das letzte Video von diesem Dachboden aus veröffentlicht. Also vor in etwa einem Jahr. Ich nehme das hier jetzt auch ein bisschen früher auf, als ihr es seht. Ihr solltet das irgendwie an einem Montag oder so zu Gesicht bekommen. Dieses Video hier, diese kleine Postkarte, aber so in etwa vor einem Jahr habe ich das letzte Video von diesem Dachboden hier aus veröffentlicht. Und ein Jahr später stehe ich jetzt hier, ein gemachter Mann, wenn ich das mal so behaupten darf, und führe für euch diese kleine Zeitreise hier durch. Es ist eigentlich keine kleine Zeitreise, es ist eigentlich
eine wunderschöne Dokumentation geworden und ich hoffe, dass sich irgendein berühmter Nachrichtensender bei mir melden wird und vielleicht dann diese Dokumentation hier irgendwie ausstrahlen möchte. Ja, wenn ich im Nachmittagsprogramm dann gerne auch irgendwie nachts zwischen der ganzen Erotikwerbung, die da immer rauf und runter läuft, kann man ja gerne irgendwie mit reinpacken. Aber das soll es mal gewesen sein mit dieser kleinen virtuellen Postkarte für all die Dachbodenjünger da draußen. Hä? Er ist immer noch da, er lebt ohne uns weiter, aber trotzdem kann man ja immer wieder mal vorbeischauen oder jetzt in diesem Fall haben wir das erste Mal vorbeigeschaut und vielleicht machen wir ja ab sofort eine alljährliche Dachbodenreise oder so. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber ich fand es nochmal ganz schön, irgendwie jetzt hier vorbeizuschauen. So, ich habe kein Ladegerät für diese Kamera dabei und der Akku hat nur noch einen Strich und ich muss euch auch jetzt tatsächlich, ich kann euch nicht einfach so verabschieden, sondern ich muss euch jetzt ausschalten, weil das ist ja ein One-Taker hier und ich kann nicht schneiden, deswegen, also ich kann schneiden, aber ich kann nicht schneiden, weil ich kein, und das gebe ich jetzt zum Ende des Videos auch einfach mal zu, ich besitze keinen Laptop, ich besitze auch kein MacBook, ich besitze nur ein recht günstiges Tablet und auf dem kann man nicht wirklich schneiden, deswegen lade ich das einfach ungeschnitten hoch. Hat euch hoffentlich trotzdem gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache jetzt die Kamera zu. Ja, ihr steht das hoffentlich durch. Und überlegt euch mal, ob ihr schon dabei wart hier auf dem Dachboden. Und wenn nicht, dann holt alle Videos vom Dachboden nach. Das sind zwar so einige, aber vielleicht habt ihr ja Zeit. Jetzt aber wirklich. Tschüsschen. Ich mach's jetzt zu. Wirklich.